Ja, hallo Leute und herzlich willkommen. Heute neues Spiel von ETS. Sieht schon komisch aus. Geil, oder? Aber es ist 3D und das Beste ist ohne Maus. Intro. Okay. Nachdem wir das Intro hinter uns gelassen haben, sehen wir schon, wir haben eine 3D-Welt, in der wir uns irgendwie bewegen können. Das Ganze ziemlich schnell sogar, wenn man es gedrückt hält. Ja, das Folgende ist folgendermaßen gesteuert. Ihr braucht quasi zwei Finger, zwei Hände optimalerweise. Also für einen Händler kann man das bestimmt auch programmieren, aber für zwei Händler ist es einfacher. Und zwar seht ihr, ich habe zwei Steuerkreuze. Also ihr seht das jetzt nicht. Die Tastenkombinationen sind halt jetzt, WASD ist die normale Steuerung. Und die andere Steuerung ist mit den Pfeiltasten. Das heißt, mit den Pfeiltasten könnt ihr zum Beispiel jetzt hier diesen Baum versuchen abzuarbeiten. Was ihr wahrscheinlich nicht schaffen werdet. So. Wie craftet man? Das kann man nämlich auch. So. Jetzt seht ihr, ihr habt euer Inventar ein bisschen voll. Okay. Dann gibt es hoch und runter, um dann Space zum Craften. B, um auszuwählen. Und dann E, um das ganze Item zu verlassen und dann Space drücken. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe in dem Video. Genau. Und dann geht der Baum weg. Hoffentlich. Also ich presse dann mal ein paar Sekunden nacheinander. So. So kriegen wir Holz. Wenn wir jetzt gucken hier, jetzt haben wir hier zwei dicke Stämme. Ne? Da können wir jetzt wieder sagen, wir möchten was draus craften. Da sehen wir hier unten rechts, was man draus craften kann. Ist eigentlich ziemlich gut, wenn man so will. Also man kann eine Menge draus machen. Also eine Menge kann man machen. Ob man alles draus machen kann, ist so eine Frage. Zack. Und dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, das zu nehmen und B drücken. Man sieht jetzt nicht einen großen Unterschied. Jetzt sieht man hier, wir haben eine grüne Auswahlfläche. Wenn wir uns jetzt bewegen, bewegt sich da so ein komischer Klotz mit uns mit. Ja. So, grüne Auswahlfläche. Ich gehe mal ein bisschen weiter rüber. Grüne Auswahlfläche und Leertaste. Zack. Und schon seht ihr, haben wir einen Block hingesetzt. Geil, oder? Das ist geil. An die Steuerung muss man sich gewöhnen. Es ist nicht ganz so einfach, sich mit zwei Händen vorzubewegen. Hier wieder die Axt rausgeholt, B gedrückt, E gedrückt. Ja, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber ansonsten, an sich finde ich die Idee mal ganz nice, ohne Maus zu arbeiten. Beziehungsweise ohne Maus zu spielen. So, hier wollen wir jetzt erstmal eine Picke herstellen. Das ist das gute Teil. Zack, da haben wir eine Spitzhacke. Die wählen wir auch gleich mal aus und verlassen das ganze Ding wieder und tock, 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 tock. Ich hoffe, in Zukunft gibt es Sounds und ja, jetzt können wir hier durch. Geil, oder? Gut, das hier ist eine Wüste. Dürfte an der Farbe erkennbar sein. Ich suche noch etwas. Ich suche ein Schneebiom. Ihr seht, wir kommen hier ganz gut durch. Und hier haben wir ein Schneebio. Schaut euch das mal an, Madame. Mesdames et Messieurs. Bonjour. La Pomme Rouge. Also, wir nehmen wieder die Axt in die Hand. Und tock, 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 tock. Einmal Baum fällen. Danke. Und jetzt seht ihr, alles hier hat einen weißen. Naja, fast alles, aber die Steine würde man sonst nicht sehen wahrscheinlich. Was ich mir noch wünschen würde,
im Inventar. Ein bisschen mehr Stack-Möglichkeiten. Wie gesagt, Waffen und sowas alles kommen vielleicht noch. Es ist, wie gesagt, noch eine Alpha. Geht darauf ein, es ist eine Alpha. Ich finde es super krass, dass man ein Inventar hat, das so interaktiv gestaltet ist. Es ist mal eine andere Idee. Das gefällt mir. Man muss jetzt nicht eine bestimmte Crafting-Rezept machen oder so. Man hat einfach nur auswählen. Zack, man möchte das bitte craften. Wenn man alles dafür da hat, wird es gecraftet. Wenn nicht, nicht. Was ich mir jetzt sofort noch wünschen würde, dass die Items zum Beispiel stacken. Das würde ich mir persönlich wünschen, dass man das halt noch so machen kann. Ja. Gut. Mir gefällt das Konzept mit den zwei, sozusagen, dass du zwei Mäuse hast. Obwohl man mit der Maus natürlich viel schneller arbeiten könnte. Ist klar. Wir gucken mal runter, ob wir noch was finden. Man hat sie kriegt sogar, wenn er mal guckt hier. Zack, jetzt bin ich draußen. Mal, jetzt habe ich keine weiße Kappe mehr. Bin ich wieder drin, habe ich eine weiße Kappe. Ist eigentlich ganz nice. Jetzt muss er nachladen, deswegen, ja, dauerhaft nimmt das so viel Rechenkraft. Was habe ich eigentlich eingestellt? Alles klar. Lass mal hier noch ein bisschen was bauen. Das würde ich gerne bauen. Danke. Ich würde das gerne in die Hand nehmen. Zack. Wie gesagt, das ist ja ein Großteil eigentlich alles zufallsgeneriert. Hier. Und lass einfach mal dort hinstellen. Ja. Was ich mir jetzt wünschen würde, dass entweder jetzt Schnee fällt oder dass dann automatisch auch mit Schnee bedeckt wird. Das müsste halt noch gemacht werden. Aber das sind halt doch so kleine Feinheiten. Auf die muss man jetzt nicht eingehen. Ansonsten, das Spiel ist ja noch vollkommen in der Entwicklung und es sind ja nur die ersten Snapshots. Von daher ist das schon eine ziemliche Leistung, so ein 3D-Engine auf die Beine zu stellen. Das schafft nicht jeder. Ich meine, das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja. Auf jeden Fall. Krasses Spiel. Muss man sagen, ist ein krasses Spiel. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Like da. Das Spiel ist, wie gesagt, wie auch immer von ITS. Also, nicht wie gesagt, es ist von ITS, das habe ich ja noch nicht gesagt. Und der Vilo.de hat das, der gute Vilo.de hat das programmiert. Ist eigentlich ganz nice. Vor allen Dingen die Steuerung ist etwas, womit man erstmal klarkommen muss. Hier, was ich noch wünschen würde, wäre eine Möglichkeit, bestimmte Blöcke wieder abzubauen. Ja. Sowas wie ein Hold-Down-Key oder so. Aber, wie gesagt, es ist alles noch in der Entwicklung und es hat Riesenpotenzial. Aber es hat, obwohl jetzt wieder viele sagen werden, hä, doch sowieso nur Minecraft-Klon und dann auch noch in Scheiße. Wie gesagt, es ist halt ziemlich schwierig, sowas nachzuprogrammieren. Und ja. Aber auf jeden Fall programmiert erstmal selber Minecraft nach. Und das ist jetzt kein Minecraft-Klon, es ist eine komplett an. Die Werkzeuge haben zwar den gleichen Namen. Aber ganz ehrlich, nach ein bisschen, nach etwas Übung fühlt sich das ganze Ding schon smooth an. Und man kommt ins Spiel rein, in die Steuerung. Da kommt man super schnell rein. Man braucht vielleicht, ich habe jetzt innerhalb dieses Videos die ganze Steuerung gelernt. Also man kommt übelst schnell rein. Vielleicht dauern, was man noch machen könnte. Man könnte auch ein paar Sachen hinzufügen, ein bisschen mehr Technik. Vielleicht irgendwelche komplexen Sachen oder so. Ja, das wäre halt so die Sachen, die ich hier hinzufügen würde.
Oh, meine Axt ist kaputt. Schau an, das hat er auch schon mit reingemacht. Da muss ich mir eine neue craften. Ich hätte gerne die. Lol, ist das ein Anzeigefehler? Habe ich einen Bug gefunden? Lol. Ja, Leute, das ist der Weg, wie man unendlich Äxte hat, ne? Also, ne? Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut beim Vilo.de vorbei. Der hat dazu ein interaktives Gameplay gemacht. Ich drücke jetzt R. Das steht für Speichern. Gespeichert ist, müsste man. Geil wäre es jetzt, wenn ich noch eine. Was weiß ich hätte. Damit es halt da steht, dass man gespeichert hat. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Und ja. Tschüss.